Bonjour, nous sommes en compagnie de Armin Grasinger, le maire de la ville de Dingolfing, à 100 km nord de München. Dingolfing est jumelé avec la ville de Brumath en Alsace, dont le maire est Étienne Wolff. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, guten Morgen, grüß Gott. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter la ville de Dingolfing? Ja, sehr gerne. Dingolfing liegt an dem Fluss der Isar und wie Sie erwähnt haben, 100 Kilometer nördlich von München. Wir haben das größte Automobilwerk Europas hier bei uns. In Dingolfing selbst leben 21.000 Menschen und bei BMW arbeiten hier 18.000 Menschen. Die Stadt ist aber mit den Einwohnern noch sehr familiär geprägt, sehr vereinsgeprägt. Es kennen sich sehr viele Menschen untereinander auf der Straße. Aber wirtschaftlich, finanziell sind wir dann doch in einer höheren Kategorie angesiedelt und vergleichen uns dann mit größeren Städten mit über 100.000 Einwohnern. Pourriez-vous nous parler de l'histoire du jumelage entre la ville allemande de Dingolfing et la ville française de Brumath? Ja, vor gut 50 Jahren hatte BMW in der Nähe von Brumath das erste Auslieferungslager, das Ersatzteillager. Und so kam die wirtschaftliche Verbindung zwischen Brumath und Dingolfing. Das Ganze hat sich dann fortgeführt, wurde dann zu einer Freundschaft auf politischer, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Diese Verbindung oder dieses Lager mit BMW, das gibt es seit vielen Jahren soweit nicht mehr, aber die Städtepartnerschaft, die Freundschaft ist geblieben und hält jetzt seit über 50 Jahren an. Quelles sont les rencontres prévues en 2024 entre les villes de Dingolfing et de Brumath? In diesem Jahr wird es zwei Treffen geben. Zum einen wird in Kürze die Isar Gilde, das ist eine Künstlervereinigung, sich mit Brumath soweit verständigen und auch in der Stadt Brumath dann hat auch Ausstellung besuchen und selbst dann Kunstwerke ausstellen, sowie Bilder, aber auch Skulpturen. Herrscht auf der Ebene der kulturellen Beziehung dementsprechend viele Freundschaften. Und dann wird es im Juni dann hat auch einen Besuch geben unserer Seite. Die Stadt Brumath ist hier am Organisieren von Olympischen Spielen. Wir werden von Tischtennis bis Klettern, bis die Feuerwehr, bis Fußball mit zwei Bussen nach Brumath reisen und werden uns hier sportlich fair, aber das Miteinander steht natürlich hier im Vordergrund, im olympischen Gedanken miteinander Menschen und die Menschen werden sich austauschen können über den Sport. Sujet entreprise, dans votre ville se trouve le siège de l'entreprise automobile BMW. Parlez-nous de ces formations par alternance proposées à des étudiants d'Europe et de France? Ja, hier muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. BMW ist natürlich unsere Wirtschaftslokomotive hier in Niederbayern. Aber der Fachkräftemangel greift hier auch nicht nur im Handwerk, sondern auch jetzt in der Industrie sehr stark durch und wir sind sehr engagiert daran oder bestrebt, die Fachkräfte für BMW zur Verfügung zu stellen. Auch BMW kann nicht mehr jeden Arbeitsplatz besetzen und BMW kann auch nicht mehr jede Lehrstelle besetzen. Das wirft uns schon ein bisschen Sorgenfalten in die Stirn und so hat man jetzt mit der Hochschule Landshut hier in Dingolfing eine Außenstelle geschaffen, wo man sogenannt Study and Work, also man kann studieren und arbeiten gleichzeitig, ein Programm mit BMW zusammen aufwirft, damit man hier für Internationals, für ganz Europa, der Studiengang wird auch auf englischer Sprache sein, hier attraktiv sein wird. Und jederzeit können auch gerne Studenten aus Frankreich hier bei uns in Dingolfing studieren und gleichzeitig bei BMW arbeiten und hier sozusagen sich für das Leben vorbereiten und für die Arbeitswelt. Nous avions eu l'honneur de réaliser en octobre dernier à Strasbourg avec le Centre Robert Schuman l'interview de l'homme d'État allemand Wolfgang Schäuble. Quelle est selon vous la signification, l'interprétation de son choix du président de la France à son éloge funèbre? Ich glaube, es bezeichnet seine große Freundschaft zu Frankreich, aber dass er schon als junger Politiker zu Zeiten des Kalten Kriegs immer das Fundament Europas in den beiden Ländern Deutschland und Frankreich gesehen hat. Man hatte während des Kalten Krieges, man hatte die Westmächte, Amerika und soweit Russland als große Gegenmacht. Und um Frieden auf der Welt
zu belassen, braucht es eine starke Mitte, eine zentrale Mitte. Und das hat er immer in Europa gesehen. Und das wollte er Zeit seines Lebens auch mit der Freundschaft nach dem Élysée-Vertrag mit Frankreich und Deutschland soweit hier festigen als Kernpunkt des Friedens und einer starken Wirtschaft. Les premiers pas de l'Europe ont été réalisés par des personnages tels que Robert Schuman sur le sujet du charbon et de l'acier. Quels sont aujourd'hui les domaines d'activité dans lesquels l'unité de l'Europe devrait progresser, dans l'énergie, dans l'agriculture? Ja, Sie treffen mit dieser Frage eigentlich den Nagel schon auf den Kopf. Wenn man 2, 3 Jahre zurückdenkt, während der Corona-Zeit war im Suezkanal soweit ein Frachtschiff quer gestanden. Und nur dadurch, dass 2 Wochen lang keine Containerschiffe aus Asien gekommen sind, sind bei uns Medikamente, ganz klassisch Aspirin und viele einfache Dinge, die wir zum Leben brauchen, bereits ausgegangen und wurden dann in den Supermärkten dann gekauft auf Halde. Also das hat allein, wenn 2 Wochen keine Frachtschiffe fahren, kommt die Weltwirtschaft ins Schwanken und bei uns der Notstand vieler Nahrungsmittel. Und ich glaube, das sollte der Anlass genug sein, nachzudenken, hier in Europa dementsprechend eine bestimmte Grundversorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger, sowohl Nahrungsmittel, Energie und vieles andere, die Abhängigkeit hier dementsprechend sich genau unter die Lupe zu nehmen. Und wo können wir uns selbst zu den wirtschaftlichen Preisen gut versorgen, was auch wieder vielleicht bei uns sogar selbst Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen kann. Au cours de cette année 2024 auront lieu les Jeux Olympiques et les élections européennes. Quel est, selon vous, l'événement majeur, l'événement le plus important de cette année? Ich glaube, das sportliche Event tut uns mit der momentanen geopolitischen Lage und doch vielen Sorgen, die wir Europäer derzeit haben, mit Krieg in der Ukraine und viele andere Sachen. Ich glaube, psychisch tut es den Menschen hier in Europa gut. Sport verbindet. Man fiebert mit, man ist Fan, man feiert im Anschluss zusammen. Ich glaube, der Gesellschaft tut die sportliche Verbindung des Event sehr, sehr gut. Und die Wahlen, die Europawahlen an sich, werden natürlich sehr, sehr spannend. Wir haben in vielen Ländern Europas einen Rechtsruck zu verzeichnen. Und wir haben momentan sehr viele Demonstrationen hier in Deutschland. Zum einen Richtung der Politik, die in Berlin ausgeführt wird, aber auch Richtung Europa. Und wir sollten hier einfach zusammen wieder die demokratische Mitte bilden. Und ich hoffe, dass sich dieser demokratische Gedanke, dass auch die aufstehen, nicht die linken und die rechten Ränder, sondern wirklich die Mehrheit der Bevölkerung, die weltoffen ist, wenn die momentan hier in Bewegung kommt, demonstriert, hallo, wir sind für Frieden auf dieser Welt, dann, glaube ich, können wir auch diesen Rechtsruck bei den Europawahlen auch widerstehen. Und bei uns ist hier schon einiges ins Rollen gekommen. Merci, Monsieur Grassinger. Merci, Monsieur le Maire. Danke, Herr Bürgermeister. Ja, sehr gerne. Es macht mir eine große Freude, mit Ihnen immer wieder zu sprechen. Wir haben uns ja im letzten Jahr zum ersten Mal kennengelernt. Vielen Dank und gerne wieder. Machen Sie es gut. Gute Gesundheit. Nous étions en compagnie de Armin Grassinger, le maire de la ville allemande de Dingolfing, jumelée avec la ville de Brumath. Merci de votre attention et à bientôt sur InfoCity TV.